Herzlich willkommen zum nächsten Pressbriefing des Science Media Center, heute zum Thema Nutzen und Perspektive weiterer Covid-19-Booster. Mein Name ist Philipp Jakobs, ich bin Redakteur für Medizin und Lebenswissenschaften hier beim SMC. Die Impfkampagne gegen Covid-19 steht derzeit ja an einem bedeutenden Scheideweg in gewisser Weise. Ein großer Teil der Menschen ist vollständig geimpft, also zweifach plus einem Booster. Und das Immungedächtnis der B- und T-Zellen, das für einen langanhaltenden Schutz vor schweren Erkrankungen sorgt, ist Studien zufolge bereits nach 2 Dosen auf einem hohen Niveau. Eine 3. Dose verstärkt den Schutz noch einmal. Bekannt ist aber auch, dass die sogenannte humorale Immunantwort, die Produktion von Antikörpern, je nach Virusvariante nach wenigen Monaten nachlässt. Deswegen kam es in letzter Zeit häufig dazu, dass, um die Gesundheitssysteme nicht zu überlasten, eine 4. Dosis in Erwägung gezogen wurde. Und sie war vielerorts ein Gespräch. Und Daten aus Israel zeigten auch vor allem bei älteren Personen, dass die 4. Dosis eine abermalige Verstärkung des Immunschutzes bringen kann. Frage wäre natürlich dann einfach, kann man so einfach fragen, je mehr Booster, desto besser? Kann man natürlich so einfach wahrscheinlich nicht fragen. Insbesondere für jüngere Menschen stellt sich die Frage nach dem Nutzen eines 4. Impfstoffs oder einer 4. Dose, sagen wir so, wenn der Schutz gegen schwere Krankheitsverläufe doch schon nach 2 oder 3 Dosen bereits besteht. Und das vermute ich auch langfristig. Die abermalige Auffrischung mit einem Booster oder auch mit den in Kürze verfügbaren Omikron-Impfstoffen könnte für bereits vollständig geimpfte Personen womöglich keinen zusätzlichen Nutzen bringen, zeigen aktuelle Studien an Affen. Was können wir also von den angepassten Omikron-Impfstoffen erwarten, beziehungsweise von den 2. Boostern? Muss man sich nach 3 Impfdosen überhaupt noch einmal gegen Covid-19 impfen lassen? Diese Fragen und Ihre von Ihnen da draußen, den Journalisten, möchten wir natürlich heute gerne mit den hier anwesenden Expertinnen und Experten diskutieren. Bevor ich die 3 Herren und Damen gleich kurz vorstelle, schon mal für Sie draußen vorweg, den Journalisten, ein Transkript zu dieser Veranstaltung fertigen wir zeitnah ja immer an. Ist so in 1-2 Tagen verfügbar und ein Videomitschnitt können Sie sich später auch nochmal angucken. Und wie immer natürlich die Fragen unten im FAQ-Tool stellen, das wäre ganz super und nicht in den Chat. Das wird immer so ein bisschen wuselig da drin, also gerne in diesem Frage-Antwort-Tool. Dann kann meine Kollegin die im Hintergrund sammeln und weiterreichen. Dann jetzt gerne natürlich zu unseren Fachleuten hier. Ich würde gerne mit Professor Dr. Christine Falk starten, Leiterin des Instituts für Transplantationsimmunologie an der Medizinischen Hochschule Hannover und Präsidentin der Deutschen Gesellschaft für Immunologie sowie derzeit Mitglied des Corona-Expertenrats der Bundesregierung. Hallo Frau Falk. Hallo, freut mich sehr. Professor Dr. Christoph Neumann-Hefelin, Leiter der Arbeitsgruppe Translationale Virusimmunologie an der Klinik für Innere Medizin II an der Universitätsklinikum Freiburg und dort forscht er intensiv an den T-Zell-Antwort nach Impfung bzw. Infektion. Hallo Herr Neumann-Hefelin. Hallo, guten Tag, freut mich sehr. Und zu guter Letzt Professor Dr. Andreas Radbruch, seines Zeichen ebenfalls seit Jahrzehnten Immunologe und auch zuletzt immer wieder Einzelsachverständiger der Bundesregierung sowie wissenschaftlicher Direktor am Rheuma-Forschungszentrum in Berlin. Hallo Herr Radbruch. Ja. Guten Tag. Herr Neumann-Hefelin, ich würde gerne mit Ihnen starten. Und zwar, wir hatten eben schon mal kurz im Vorgespräch den Immunologie-Crash-Kurs erwähnt und einen kleinen würde ich Ihnen jetzt auch nochmal vielleicht abverlangen. Und zwar, nach einer Impfung antwortet unser Immunsystem ja auf zweierlei Wegen. Es gibt eine humorale Antwort, es gibt eine zelluläre Immunantwort. Und können Sie uns vielleicht auch nochmal ganz kurz auf Stand bringen, was genau passiert bei beiden Immunantworten? Ja, vielleicht ganz kurz zusammengefasst und nur wirklich das Wichtigste. Wie Sie schon sagen, es gibt 2 Bestandteile bei der Antwort auf die Infektion, aber auch die Impfung. Das sind einmal die Antikörper, die gebildet werden, die von den B-Zellen gebildet werden und die auch meistens in den Laboruntersuchungen, in einfachen Laboruntersuchungen gemessen werden. Dabei ist wichtig, dass man im Prinzip die Antikörper auch nochmal in ganz verschiedene Unterklassen unterordnen kann. Nur ein Teil davon ist wirklich, sind neutralisierende Antikörper, also solche Antikörper, die alleine eine Infektion tatsächlich verhindern können. Zu den Antikörpern muss man sagen, wenn genug neutralisierende Antikörper vorliegen, dann kann tatsächlich die Infektion des Menschen komplett verhindert werden. Aber was eben wichtig ist in der aktuellen Situation, ist so, dass der Impfschutz sowohl durch die Infektion als auch durch eine Impfung nur vorübergehend ist. Und dann bereits nach einigen Wochen eben die erreichten Titer an neutralisierenden Antikörpern zumindest vor einem kompletten Schutz vor einer Omikron-Infektion nicht mehr ausreichen. Der zweite Teil des Immunsystems sind ganz grob gesagt die
T-Zellen, die sich auch dann wieder unterscheiden lassen in CD4-Helferzellen und CD8-Killerzellen, die dann die antivirale Funktion ausführen. Und die T-Zellen haben eben letztlich eine andere Aufgabe. Die verhindern nicht die Infektion selber, sondern dann, wenn der Mensch schon infiziert ist, können die T-Zellen sozusagen die Infektion abwehren und verkürzen und dafür sorgen, dass tatsächlich nur ein milder Verlauf mit oder sogar ohne Symptome auftritt. Und da vielleicht auch schon vorweggenommen, der Schutz durch die T-Zellen sowohl nach der Infektion als auch nach der Impfung ist, was sozusagen inzwischen eigentlich alle Arbeitsgruppen zeigen, deutlich dauerhafter als der Schutz durch neutralisierende Antikörper. Und das ist ja auch eben der Effekt, den wir aktuell bei den verschiedenen Studien häufig sehen. Der Schutz vor der Infektion selber sozusagen dauert nur relativ kurz an. Jetzt gerade auch mit Omikron, während der Schutz vor schwer verlaufenden Infektionen auch gegen Omikron nach durchgemachter Infektion oder nach entsprechender Impfung eben deutlich langlebiger ist. Da vielleicht eine kleine Nachfrage. Sie haben diese T-Zellen- und B-Zellen-Antwort jetzt gerade schon mal erwähnt. Können Sie noch mal ein bisschen expliziter ausführen, wie robust die Antwort nach einer zweifachen Impfung plus Booster ist im Vergleich zum Beispiel eben mit einem vierten Booster, den wir noch draufhauen würden? Ja, also vielleicht dazu zu unseren Forschungsergebnissen von uns, aber auch natürlich von anderen Arbeitsgruppen. Es ist so, dass die T-Zell-Antwort bereits nach einer zweifachen Impfung sozusagen relativ robust ist bei ansonsten gesunden, immunkompetenten Menschen. Diese Antwort dann so auch über mindestens 300 Tage, also fast ein Jahr anhält. Wenn man dann sozusagen die erste Auffrischimpfung, also die dritte Dosis gibt, dann erhöht sich sozusagen für eine gewisse Weile, auch für so etwa einen Monat nochmal die Anzahl der T-Zellen auch in der Funktion. Und dann sozusagen kommt die Anzahl aber so etwa auf die gleiche Menge wie nach zwei Impfdosen wieder zurück. Das heißt, bei gesunden jungen Patienten erreicht man durch das Boostern jetzt bei der T-Zell-Antwort nicht unbedingt, dass es deutlich besser wird, aber sagen nach einer gewissen Weile, wie gesagt, die Daten gehen jetzt bisher nur bis etwa ein Jahr, ist natürlich zu erwarten, dass die T-Zell-Antwort auch wieder abnimmt und dann durch die Auffrischimpfung tatsächlich durch Boosterung eben da zu einer einem dauerhaften Schutz einfach beiträgt. Wir haben nicht beobachtet, sozusagen, dass zumindest nach einer dreifachen und eigentlich auch nach einer vierten Dosis, dass es jetzt dazu kommt, dass die T-Zellen nicht mehr reagieren würden. Das heißt, jetzt eine komplette Erschöpfung sozusagen durch das immer wieder Boostern tritt, wenn man ein ausreichendes Zeitfenster dazwischen lässt, vermutlich jetzt zumindest nach dem vierten Mal noch nicht auf. Aber wie gesagt, bei gesunden Menschen ist es auch so, dass der Impfschutz vermutlich sich nicht dadurch deutlich steigern lässt. Etwas anders verhält es sich bei der Antikörperantwort. Auch da, wie vorhin gesagt, und jetzt auch erst wieder nur beim ansonsten gesunden, relativ gesehen jungen Menschen, ist es so, dass nach zwei Impfungen natürlich die ganz überwiegende Mehrzahl wirklich erstmal ordentlichen Antikörperspiegel hatte, mit aber eben nur begrenzter Wirksamkeit gegen Omikron. Muss immer sehen, man braucht von neutralisierenden Antikörpern etwa den 25-fachen Spiegel, um gegen Omikron geschützt zu sein im Vergleich zu den vorherigen Virustypen. Das heißt, da ist der Schutz gegen Omikron nur relativ kurz andauernd und das lässt sich auch durch die dritte und die vierte Gabe auch wiederum nicht dauerhaft verbessern, sondern auch da ist ein relevanter Schutz tatsächlich nur jeweils in den einigen Wochen nach der Boosterimpfung vorhanden. Das heißt, wenn man ehrlich ist, einen kompletten Schutz vor einer Infektion erreichen zu wollen durch ein immer wieder Aufboostern, das ist ein Ziel, das ist vermutlich einfach nicht realistisch und ich glaube, das sollte man sozusagen auch bei der Überlegung, wie es mit dem Boostern weitergeht, sozusagen nicht verfolgen, dieses Ziel. Denn das Ziel der Boosterimpfung muss sein, eben tatsächlich die verschiedenen Personengruppen vor wirklich schweren Infektionsverläufen zu schützen.
Super, vielen Dank, Herr Neumann, Hefelin. Wir kommen sicher gleich auf Sie nochmal zurück. Ich würde die anderen im Bunde jetzt natürlich auch noch gerne mit Fragen zum Start bombardieren und Frau Falk gerne mit Ihnen weitermachen. Frau Falk, die EMA sagt, zweiter Booster ab 80, die STIKO sagt ab 70 und die USA diskutierten erst gestern wieder die Altersgrenze von 50. Wer hat recht? Das kann man so nicht sagen, sondern was dahinter steckt, und das hat Herr Norman Hefelin ja auch gerade schon angesprochen, das ist die Beobachtung, die wir schon von allen Messungen, die wir jemals gemacht haben, kennen, dass es Leute gibt, die sehr gute Antworten machen und es gibt Menschen, die keine so ganz guten Antworten machen. Das hat zwar schon etwas mit dem Alter zu tun, das heißt, je älter die Menschen sind, noch dazu, wenn dann zum Beispiel Medikamente dazukommen, die unter Umständen auch das Immunsystem beeinträchtigen, dann sind in diesen höheren Altersgruppen, so ab 70, nicht immer alle Menschen in der Lage, diese sehr guten, robusten und nachhaltigen Immunantworten mit den Antikörpern und den T-Zellen zu machen. Aber es gibt auch Leute darunter, die nicht immer die sogenannten High-Responder sind. Und jetzt ist die Frage, welches Ziel man mit so einer Altersgrenze verfolgt. Dadurch, dass man mit dem höheren Alter eine höhere Gruppe hat von Leuten, die nicht immer ganz so gute Immunantworten machen, würde man sagen, ab 70 Jahren, so wie die STIKO das ja auch in ihrer Empfehlung hier in Deutschland publiziert hat und empfiehlt, hat man sozusagen eine Altersgrenze gewählt, wo man sagt, da sind schon noch viele Leute mit einer guten Immunantwort, aber es gibt auch Studien aus Deutschland mit der Marburger Gruppe unter anderem, die gezeigt haben, dass da doch einige darunter sind, die nicht so lang anhaltende Immunantworten haben. Je weiter man jetzt in die jüngeren Altersgruppen geht, 60 Jahre, 50 Jahre, desto mehr hat man an Personen, die eine sehr gute Immunantwort haben, wo wir sagen würden, aus rein immunologischer Perspektive, Menschen mit einem gesunden Immunsystem, die unter 70 sind, machen eine sehr gute, nachhaltige, so wie Herr Neumann-Hefelin es gerade sehr schön beschrieben hat, schützende Immunantwort vor einem schweren Verlauf. Das ist ja auch der Anspruch, den wir an die Impfung hatten. Insofern würde man sagen, wenn das Ziel ist, wirklich die nochmal auf die sichere Seite zu hieven, bei denen man nicht so davon ausgehen kann, dass die Immunantwort immer schützt vor einem schweren Verlauf, ist man ab 70 sicherlich eher in dieser Ziellinie, die man erreichen möchte. Und bei den Leuten, die jünger sind, würde man aus immunologischer Sicht sagen, ist es nicht notwendig. Es ist also nicht die Frage, wer hat Recht und wer hat nicht Recht, sondern es werden unterschiedliche Ziele verfolgt. Und diese High-Responder-Low-Responder-Assoziation wird unterschiedlich interpretiert mit der Frage, braucht man eine vierte Impfung oder nicht? Und wir würden halt sagen, aus immunologischer Sicht brauchen Immungesunde unter 70 Jahren die nicht, weil alles, was wir messen können, wir alle messen ja in unterschiedlichen Methoden viele Dinge um diese Impfung herum, können wir sagen, wie gut sie wirkt und dass sie auch nachhaltig ist und dass es uns überhaupt nicht beunruhigt, wenn die Antikörper runtergehen und auch die T-Zellen runtergehen, die verschwinden ja nicht, sondern das Immunsystem fährt sie ökonomisch gesehen sozusagen auf ein niedriges Niveau, aber es bleibt ja da und für den Fall, dass es gebraucht wird als Antikörper- und T-Zellantwort, kann es schnell reaktiviert werden. Vielen Dank. Vielleicht direkt dazu Bezug nehmend, sehen Sie Versäumnisse bei der Ausrolle der Booster-Kampagne im Sinne von, waren die Menschen denn eigentlich ausreichend informiert, was wir mit dem Booster 1 oder eventuell mit dem Booster 2 machen wollen? Also ich habe manchmal das Gefühl, es kam in der öffentlichen Diskussion nicht ganz so rüber, was wir jetzt eigentlich letztlich damit vorhatten. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Die Kommunikation ist nicht so ganz einfach, weil man eigentlich immer im Hinterkopf behalten muss, was das Ziel ist. Wir Immunologen können messen, wie gut die nach der zweiten Immunisierung schon die Immunreaktion war. Auch das hat Herr Norman Hefelin schön gesagt. Und nach der dritten geht da schon noch mal mehr. Also die immunologische Perspektive ist ein bisschen eine andere im Vergleich zur epidemiologischen Perspektive. Da kann man im Wochenbericht von letzter Woche, heute Abend kommt ja der neue, wieder sehr schön sehen, dass eben nach drei Impfungen in der rein statistischen Berechnung der Schutzfunktion der Impfung, also dieser sogenannten Vakzineeffizienz, durchaus in den Altersgruppen, vor allem auch über 60, so wie es eben im RKI dokumentiert wird, da ist die Grenze die 60, sieht man schon, dass Menschen mit drei Impfungen besser geschützt sind. Nicht zwingend vor der Ansteckung, das hat was mit Omikron zu tun, sondern aber vor einem schweren Verlauf. Also ist die epidemiologische Sicht dessen, was man möchte, nochmal eine andere Geschichte als eine rein immunologische Perspektive. Und das zu vermitteln, ist nicht so ganz einfach. Insofern glaube ich, ist es immer wichtig, das Ziel zu formulieren. Das haben wir sicherlich alle versucht. Da ist sicherlich noch Luft nach oben in der Kommunikation. Und das jetzt auch nochmal vielleicht so ein bisschen auseinander zu dividieren, macht an der Stelle dann auch wirklich Sinn.
Vielen Dank, Frau Falk. Dann Herr Radbruch, ich hätte an Sie natürlich auch noch zum Start ein paar Fragen. Und zwar, Sie haben zuletzt immer wieder von einer Sättigung des Immunsystems gesprochen, wenn man häufig und kurz aufeinander impft. Können Sie uns den Mechanismus dahinter, den Sie damit auch meinen, einmal kurz erklären? Ja, das Immunsystem heißt ja, dass uns da schützt, dass durch die Impfung aktiviert wird. Heißt ja auch das adaptive oder das anpassungsfähige Immunsystem. Und seine Aufgabe ist ja, uns an die Krankheitserreger in unserer Umgebung anzupassen, sodass wir von denen, die häufig vorkommen, gar nichts mehr mitkriegen, gar nichts mehr merken. Und das passiert eben, indem der Schutz sozusagen justiert wird auf die Menge und die Häufigkeit von Krankheitserregern in unserer Umgebung. Und zum Beispiel über die Antikörper, aber eben auch über die T-Zellschiene. Und dann ist es so, wenn das gleiche Antigen immer in der gleichen Konzentration, immer am gleichen Ort kommt, das heißt eine Spritze mit immer der gleichen Menge von BioNTech oder Moderna Impfstoff, dann wird das Immunsystem seine Antikörper so hoch spiegelt, so, zum Beispiel so hochfahren, dass die das Antigen gleich abfangen, bevor es überhaupt eine Immunreaktion auslösen kann. Das wissen wir aus vielen experimentellen Arbeiten, aber auch von anderen Impfungen. Man kann sich zum Beispiel nicht im Abstand von 3-4 Wochen zweimal mit Tetanus impfen, beim zweiten Mal passiert dann gar nichts. Ja. Das ist schon lange bekannt, dass es sozusagen eine Sättigung gibt des Immunsystems, das dann eben ab einer gewissen Zeit gar nicht mehr reagiert. Und dazu noch ein Satz sozusagen, dass die Antikörperspiegel abfallen direkt nach einer Infektion oder nach einer Impfung, ist ein ganz normaler Vorgang, denn das Immunsystem muss ja erstmal diesen Fremdstoff da beseitigen. Der wird immer weniger. Dann braucht es auch immer weniger Antikörper, um den zu beseitigen. Aber die Zellen, die diese Antikörper machen und übrigens auch die T-Zellen mit ihren T-Zellrezeptoren, konkurrieren jetzt um immer weniger von dem Impfstoff zum Beispiel oder auch von dem Virus. Und das heißt, nur noch die Besten kommen überhaupt zum Zug. Wir nennen das Affinitätsreifung. Und das ist so eine gewisse Konfusion in der Diskussion, dass man denkt, wenn weniger Antikörper da sind, dann ist weniger da. Aber es ist nur weniger Masse da. Die Klasse nimmt zu. Und zwar ganz drastisch, so dass man nach einem halben Jahr, ungefähr ein halbes Jahr lang, nimmt die Antikörperkonzentration ab. Am Ende hat man aber Antikörper, die 10 bis 100 Mal besser binden. Sehr nachhaltig, wie das Immunsystem uns da schützt. Und man darf auf keinen Fall Qualität mit Quantität verwechseln. Und zu der Frage, kann man das Antigen jetzt nicht, statt dass man es immer in den Muskel spritzt, auch dann eben mal inhalieren zum Beispiel, ja, so wie das Virus uns ja auch nicht über den Muskel angreift, sondern es kommt über die Atemwege. Auch da gibt es so eine gewisse Unschärfe, auch in der wissenschaftlichen Diskussion. Da wird von ganz vielen Arbeitsgruppen werden die neutralisierenden Antikörper im Blut gemessen und die werden irgendwie als Schutz vor Infektionen Korrelat bezeichnet. Aber das ist ja an sich Quatsch. Das Virus kommt über die Atemwege und kommt über die Schleimhäute. Das heißt, da müssen erstmal Antikörper im Schleim der Mund, Nase, Rachen, Lunge Wege sein. Die müssen erstmal hinkommen aus dem Blut. Das ist gar nicht so einfach. Dafür gibt es spezielle Rezeptoren, die das machen, spezielle Mechanismen, die relativ schlecht verstanden sind. Und offenbar funktionieren diese Mechanismen nur über eine kurze Zeit nach der Impfung. So dass gleichzeitig sehen die Leute, also die Antikörper werden weniger und die Infektionen werden wieder häufiger und dann bringen sie das in Zusammenhang. Das ist aber, das sind zwei ganz verschiedene Mechanismen. Dass die Antikörper weniger werden, ist eine Schutzfunktion sozusagen, ist ein evolutionärer Vorteil von uns. Und dass wir weniger geschützt sind vor Infektion hat damit zu tun, dass die Schleimhautimmunität abnimmt. Im Blut selbst würde es jeder Antikörper tun, der das Virus verklumpt und für Makrophagen attraktiv macht. Dass man da nur die neutralisierenden Antikörper misst, ist schon ein Denkfehler. In vielen, auch hochklassig publizierten Arbeiten, der Antikörperschutz ist sehr viel wirksamer, als man es über den einfachen Vergleich der neutralisierenden Antikörper überhaupt erfassen kann. Und ganz zum Schluss noch die Bemerkung, ja, ist es denn möglich, dass man sich auch langfristig vor einer Infektion schützt, zum Beispiel mit Antikörpern, aber vielleicht auch mit T-Zellen? Das wäre die Frage, wie die dann an den Schleim reinkommen. Das sind eigentlich die Antikörper, die erste Barriere sozusagen bilden. Und dazu gibt es eine Untersuchung, die sehr interessant ist, die nämlich sagt, dass weder die Impfung noch die Infektion langfristigen Schutz vor Infektionen als solcher bieten. Es geht immer, nach einem halben Jahr ist der Schutz wieder auf 50% gesunken oder sogar noch darunter.
Ist man allerdings infiziert gewesen und wird innerhalb von 1,5 Jahren danach noch geimpft, dann hat man auch nach 1 Jahr noch 90% Schutz vor Infektion. Das heißt, es scheint so zu sein, dass die unterschiedliche Aktivierung des Immunsystems einmal durch den Virus und später nochmal durch den Impfschutz tatsächlich in einer Weise, die wir nicht verstehen, dazu führt, dass die Schleimhäute über ein Jahr, in diesem Fall jetzt mindestens ein Jahr, geschützt sind. Vielen Dank, Herr Radbruch. Vielleicht ergänzend dazu, Frau Falk hat es eben auch schon mal kurz erwähnt, wenn wir uns jetzt darauf schauen, für wen wäre denn jetzt theoretisch ein zweiter Booster angebracht? Und Frau Falk, Sie hatten eben gelächelt, als das Wort Intervall fiel. In welchem Intervall sollte und könnte er denn erfolgen? Also für wen würde es in welchem Zeitraum Sinn machen? Also ein Herr Radbruch, gerne, sorry, also oder auch Frau Falk, wie Sie möchten. Dann, Christine. Also es ist schon so, da war ja auch gerade die Frage im Chat, ob man da nicht ein bisschen viel verlangt, dass die Leute das selber entscheiden wollen. Nee, ich habe nur versucht, die verschiedenen Ländereinstellungen sozusagen einmal kurz zu diskutieren. In Deutschland ist es schon so, dass die STIKO-Empfehlung ab 70 schon eine ist, mit der man arbeiten kann. Das bedeutet nämlich, dass vor allem Menschen, die in Pflegeeinrichtungen sind zum Beispiel oder die eben verschiedene zusätzliche Grunderkrankungen haben, in diese Gruppe fallen, die für eine vierte Impfung durchaus in Betracht kommt, wissend, dass es auch da Leute gibt, die eigentlich eine sehr gute Immunantwort haben und vielleicht keine bräuchten. Aber damit man eben eine sozusagen eine zusätzliche Schutzfunktion damit in den Blick nimmt, in der Idee, wenn wir jetzt hohe Infektionszahlen haben, möchte man nicht riskieren, dass gerade wieder in Alten- und Pflegeeinrichtungen dann wieder Infektionswellen kommen, die die Menschen dann eben doch sehr mit schweren Verläufen so zum, ein Risiko aussetzen oder sogar wieder Todesfälle verursachen. Das ist die Rationale dahinter. Das hat die STIKO ja auch erklärt. Und Menschen, die eben kein gesundes Immunsystem haben, sondern Medikamente nehmen oder andere Probleme mit ihrem Immunsystem haben, für die ist es durchaus sinnvoll, die transplantieren Menschen, die bestimmte Medikamente bekommen, Krebspatienten zum Beispiel. Da ist es tatsächlich so, dass es dann auch Sinn macht, so wie es in der STIKO-Empfehlung steht, das einmal noch mal kurz sozusagen dafür eingeführt. Und dann ist es ja tatsächlich schon so, dass man diese Gruppen, die man schützen möchte vor einer Infektion, so definiert hat, wie in der STIKO-Empfehlung auch getan. Das macht durchaus Sinn. Und die immunologische Seite ist eigentlich immer die, die dann ein bisschen mehr, wie Andreas Radbruch auch gerade gesagt hat, im Detail erklärt, warum es nicht zwingend notwendig ist, die anderen auch nochmal mit einer vierten Impfung zu versehen, weil da eben kein Problem darin besteht, selbst wenn die Antikörper im Blut etwas absinken. Erstens sagen sie uns nichts darüber, ob man im Nasenrachenraum geschützt ist vor einer Infektion. Und zweitens sagen sie uns nur, dass da das immunologische Gedächtnis gebildet wurde. Wenn wir es im Blut messen, dann ist das schon mal ein guter Start. Aber das ist auf jeden Fall etwas, was nicht zwingend genau damit korreliert, ob sich jemand anstecken kann oder nicht. Herr Radbruch, dann vielleicht explizit an Sie noch mal die Frage, was würden Sie zum Beispiel Menschen raten, die sich bewusst ein viertes Mal impfen lassen wollen? Also wann sollte das erfolgen? Würden Sie es jetzt dann doch machen wollen oder sagen Sie dann, nee, dann bitte lieber bis Herbst warten zum Beispiel? Ja, aus immunologischer Sicht ist diese Affinitätsreifung, das heißt die Konkurrenz um immer weniger Antigen, extrem wichtig, weil am Ende die Antigenrezeptoren von den T-Zellen und auch die Antikörper so scharf sind, die binden so fest an ihr Zielmolekül, dass wenn das Zielmolekül sich, das Virus sich leicht verändert, dann binden die immer noch. Immunsystem nimmt sozusagen zukünftige Varianten sogar vorweg, in einem gewissen Ausmaß. Natürlich ist ein Wettlauf zwischen dem Virus und dem Immunsystem, dass das Virus versucht, da doch rauszukommen aus dieser Umklammerung. Aber diese Affinitätsreifung, die unsere Immunantwort immer besser macht, und auch die langfristig angelegt ist, wenn sie einmal abgeschlossen ist, das heißt, wenn das Antigen weg ist, dann werden die Zellen, die diese Antikörper machen, die wandern dann aus unseren lymphatischen Organen in das Knochenmark und dort, die haben ja jetzt kein Antigen mehr, was sie stimuliert, die müssen sich sozusagen dann dort andere Signale holen, die sie am Leben halten, die finden sie im Knochenmark, indem sie da in bestimmten Nischen überleben und zwar ein Leben lang. Und diesen Prozess abzukürzen geht nicht. Das heißt, wir wissen von SARS-CoV-2, dass er mindestens ein halbes Jahr dauert, wahrscheinlich sogar länger. Das haben mehrere Arbeitsgruppen festgestellt. Also vor einem halben Jahr sollte man gar nichts machen, weil man dann sozusagen diesen Prozess der Affinitätsreifung unterbricht und dann hat man zwar mehr Antikörper, aber schlechtere. Und dann hat man den ganzen Prozess nur verzögert. Also ein halbes Jahr und deswegen konnte man eigentlich auch gut warten bis zum Herbst, ja.
Wir haben auch schon ein, zwei Journalistenfragen reingepurzelt bekommen. Und zwar, Herr Rabbo, ich würde gerne die erste direkt an Sie stellen, weil es um die Antigen-Erbsünde in dem Fonds auch nochmal geht. Und da war die Frage eben, wie häufig oder wie wahrscheinlich tritt diese sogenannte Antigen-Erbsünde auf und lässt sie sich vermeiden? Also sprich, kann man bei der Impfstoffentwicklung das in irgendeiner Form berücksichtigen? Und im Zusammenhang damit, müssen wir noch vielleicht ergänzen dazu, wie verhält es sich mit der Antigen-Erbsünde versus dem T-Zellschutz, der durch frühere Begegnungen mit Coronaviren entstehen kann? Da kann vielleicht auch Herr Efelin natürlich später was zu sagen. Ja, das ist ja eine interessante Beobachtung, die für viele Immunologen arbeiten ja mit Mäusen, die sehr jung sind und wenig gesehen haben in ihrem Leben, ja, kriegen wenig zu sehen. Und dann merkt man doch, dass Menschen ganz andere Lebewesen sind, die sie über ein Leben lang immunologische Erfahrungen sammeln. Und offenbar sind bei diesen Erfahrungen entstehen auch T-Zellen zum Beispiel, aber auch B-Zellen übrigens, die das Virus schon erkennen, obwohl man es noch nie gesehen hat. Ja? Sogenannte kreuzreaktive Zellen oder auch eine Vorimmunität, ja? die manche Leute dann schon haben. Und das ist natürlich individuell sehr unterschiedlich. Der eine hat es und der andere hat es nicht. Der eine hat es in einer besonderen Form, der andere in einer anderen Form. Und das sozusagen jetzt einzukalkulieren und einzupreisen in unsere Forschungsarbeiten und unser Verständnis davon, wie die Immunreaktionen ablaufen, ist, denke ich mal, eine ganz neue Herausforderung, die seit einigen Jahren von der Immunologie verstärkt aufgenommen wird. Und ich denke, das wird das Feld sehr viel weiterbringen. Diese Vorimmunisierung oder Vorimmunität macht es natürlich noch schwieriger, vorherzusagen, wie eine ganz bestimmte Person jetzt reagieren wird. Da müsste man ja wissen sozusagen, was die alles in ihrem Leben gesehen hat. Man kann es aber messen. Ja? Man kann es messen, man kann die T-Zellen messen. Norman Hefeling würde wahrscheinlich gleich was zu sagen. Und man kann auch die B-Zellen messen. Es kommt dazu, dass es außerdem noch, so haben Leute bei uns festgestellt, vom Mikrobiom abhängt. Ja, das gibt Bakterien in uns, in unserem Mikrobiom, die imitieren bestimmte Virusstrukturen, ja? Und können also sozusagen auch zu einer Vorimmunisierung führen. Und das alles zu verstehen und in ein Konzept zu bringen und der einzelnen Person zu sagen, du brauchst jetzt noch eine extra Impfung oder nein, du brauchst sie nicht mehr, das ist sozusagen sehr schwer. Ein Satz vielleicht noch zu einer ganz speziellen Gruppe von älteren Menschen. Was wir gelernt haben, ganz neu eigentlich, nicht ganz neu, aber was sehr wichtig wurde, ist, dass 4%, dass viele ältere Leute, 4% der über 70-Jährigen, haben eine Autoimmunität gegen einen zentralen Botschaftsstoff für die Antivirus-Immunantwort, die Interferone. Und das ist extrem viel eigentlich schon. Und fragt man sich, bedeutet das was, wenn man jetzt infiziert ist? Und das bedeutet sehr viel, denn auf der Intensivstation sind es 20% der Patienten, die haben alle eine sehr schlechte Prognose. Und das heißt sozusagen, als Mensch kann man im Alter auch sein eigenes Immunsystem sozusagen beschädigen oder hemmen. Eine erworbene Immundefizienz, die auf den ersten Blick gar nicht sichtbar ist. Diese Leute müssten eigentlich, und wir wissen, dass die Immunreaktion gegen den Impfstoff durch diese Immundefizienz nicht beeinflusst wird. Das heißt, für diese Leute ist es extrem wichtig, dass sie sich durch Impfen besonders schützen lassen. Und aus meiner Sicht, da wurde eben auch ein vierter und vielleicht sogar noch mehr Impfungen angeraten sein, um einfach den Impfschutz bis zur Spitze, auf die Spitze zu treiben. Denn diese Leute sind extrem gefährdet, wenn sie dem Virus gegenüberstehen. Herr Neumann-Hefeling, natürlich gerne noch ergänzend. Und die Erbsünde, jetzt kam die Erbsünde. Ach, genau, ja, die Erbsünde. Entschuldigung, ich will aber auch nicht hier, vielleicht kann auch jemand anders dazu was sagen. Das ist natürlich, das ist so ein Schlagwort, ja, was sagt, dass wenn man dann mal so eine gute Immunität hat gegen einen bestimmten Stoff, dass das Immunsystem dann da schlecht rauskommt und sich anpassen kann, wenn das Virus sich verändert, entscheidend verändert. Und dass es sozusagen so ein Handicap sein kann in dem Wettlauf zwischen Immunsystem und Virus mit seinen Veränderungen. Dazu muss ich sagen, dass wir das bei Covid-19 jetzt oder bei SARS-CoV-2 eigentlich nicht beobachtet haben. Die Immunität ist immer extrem breit. Ja, alle Varianten, die es bisher gibt, werden abgedeckt durch ein affinitätsgereiftes Immunsystem, eine zwei- bis dreimalige Immunisierung.
Das Virus hat es nicht geschafft, sozusagen das Immunsystem auf diesem falschen Bein zu erwischen. Jetzt natürlich. Hey. Ich würde vielleicht gerne noch zwei Punkte anmerken. Das eine bezieht sich auf die letzte Frage, sozusagen auch mit den Virusmutanten. Da ist es zum Glück so, wie Herr Radbruch es gerade schon angedeutet hat, dass die alle Mutanten, die es bisher gibt, inklusive Omikron, zum Glück die Mutationen in Bereichen haben, die zwar die Antikörper betreffen, aber zum Glück die T-Zell-Antworten nicht abschwächen. Das heißt, zwar ist jetzt auch nach der Impfung mit dem bisherigen Impfstoff sozusagen der Antikörperschutz gegen Omikron deutlich reduziert und damit der Schutz vor der Infektion selber oder der Schutz vor dem schweren Verlauf, der eben überwiegend durch T-Zellen vermittelt ist, der ist praktisch gar nicht vermindert. Und es nimmt auch ein bisschen sozusagen die Schärfe vielleicht aus der Diskussion, wenn man sich überlegt, womit soll man denn in Zukunft möglicherweise impfen, mit dem bisherigen Impfstoff oder mit einem an Omikron angepassten Impfstoff. Das ist wahrscheinlich für die Frage sozusagen, wie werden die T-Zellen geboostert und wie ist die sozusagen der Schutz von einem schweren Infektionsverlauf wahrscheinlich überhaupt gar nicht wesentlich entscheidend. Das eine, was ich anmerken wollte, das andere ist, es gibt ja die aktuelle Empfehlung ist ja, dass bestimmte Gruppen von Menschen sich aktuell das vierte Mal impfen lassen, auch schon nach 3 Monaten. Jetzt haben wir sozusagen viel über das gesunde Immunsystem geredet und dass das sozusagen immer weiter heranreift und man da nicht zu früh sozusagen eine Auffrischimpfung machen sollte. Und ich glaube, das muss man relativieren eben für all die Menschen, die ein schlechteres Immunansprechen haben, also Patienten mit angeborenen Immundefekten, Patienten mit einer immunsuppressiven Therapie, zum Beispiel nach Organ- oder nach Stammzelltransplantation, wahrscheinlich in abgeschwächter Form auch eben für Menschen im sehr hohen Lebensalter. All diese Patienten reagieren eben sowohl, was die Antikörper als auch was die T-Zellen angehen, deutlich langsamer auf die Impfung. Und da haben viele Patienten erst nach der dritten oder gar erst nach der vierten Impfung sozusagen eine ähnliche Immunfunktion wie ansonsten gesunde bereits nach der zweiten Impfung. Also für diese Patientengruppe ist es sozusagen tatsächlich richtig und wichtig, auch schon früher eine vierte Impfung zu erhalten. Aber tatsächlich, wenn man sozusagen den Bevölkerungsschnitt sieht, stimme ich dem ansonsten jetzt Diskutierten voll bei, dass wir uns da sicherlich mit dem weiteren Boostern auf jeden Fall sehr viel Zeit lassen können und auch sollten. Dann vielleicht da direkt nur Nachgang, weil Sie den angepassten Omikron-Impfstoff ja auch jetzt gerade erwähnt haben. Können Sie das vielleicht nochmal explizit ausführen? Sie haben gesagt, eigentlich ist es erstmal egal, ob Omikron angepasster oder der herkömmliche zweite Booster, aber jetzt gucken wir zum Beispiel auf Herbst, jetzt wäre der Omikron-Impfstoff da. Was ist jetzt die wahrscheinlich oder mutmaßlich schlauste Variante dann zu machen, wenn man boostern will? Also Omikron-Impfstoff als Booster benutzen oder den herkömmlichen? Ich glaube, das ist im Voraus schwer zu sagen, weil wir gar nicht wissen, welches Virus dann im Herbst eventuell nochmal hochkommt. Ich glaube, man kann mit keiner Variante einen ganz großen Fehler machen. Und die Impfstoffe, die aktuell entwickelt werden, unterscheiden sich ja auch etwas. Der von BioNTech ist sozusagen ein tatsächlich rein Omikron-basierter dann. Der von Moderna aktuell in Studien entwickelt wird, sozusagen ein Impfstoff, der so ein bisschen so ein Mischmasch ist zwischen bisherigen Impfstoff und Omikron-Variante. Ich glaube, beide Angehensweisen haben eine gewisse Logik und könnten am Schluss von Vorteil sein, je nachdem, welches Virus sich im Herbst durchsetzt. Aber wie gesagt, da das zwar für den Antikörperschutz eine gewisse Rolle spielt, der aber ja vermutlich auch bei der nächsten Boosterimpfung nur wenige Wochen wirklich einen deutlichen Schutz von der Infektion bietet und der Schutz aber vom schweren Verlauf vermutlich von der Wahl des genauen Impfstoffs nicht abhängig ist, denke ich, kann man da etwas entspannt sagen, in die Frage gehen und dann im Herbst die jeweils verfügbaren Impfstoffe einsetzen. Ich denke, das werden im Wesentlichen die beiden gerade schon genannten dann auch sein. Okay,
Im Blick auf die Zeit würde ich ein paar Fragen natürlich jetzt auch weiternehmen wollen und keine Nachfragen mehr jetzt gerade dazu machen, sonst kommen wir ein bisschen ins Hintertreffen. Herr Radbruch und Frau Falk, weil Sie es beide so ein bisschen angesprochen hatten, eben mit den Antikörpern nochmal. Eine Frage ist, ist es sinnvoll, bei Menschen über 70 erst den Antikörperstatus zu testen, bevor man die vierte Impfung gibt? Also oder muss man ein paar Monate nach der Drittimpfung sowieso von stark gesunden Antikörpern ausgehen, sodass man die Low-Responder gar nicht erkennt? Also wen möchte gerne Frau Falk? Also es ist so, es gibt halt zum einen verschiedene Nachweisverfahren. Im Blut misst man immer diese sogenannten IgGs, die auch im Blut zu finden sind. Das sind aber nicht die Antikörper, die wir im Nasenrachenraum hätten. Das wäre das IgA. Das heißt, wir messen das, was im Blut rumschwimmt, weil die B-Zellen diese Antikörper produzieren. Und da sieht man auch durchaus, dass diese Spiegel eben sinken. Aber sie gehen halt nicht weg, sondern sie sind schon noch messbar. Das ist ein großer Unterschied. Dann, man kann sehr wohl nachweisen, auch über einen längeren Zeitraum. Das haben viele Publikationen gezeigt. Wir gucken uns das auch an, dass die Antikörper noch nachweisbar sind. Man kann das machen. Das ist nur immer die Frage, ob man sozusagen für die große Population und die große Bevölkerung, ob es sinnvoll wäre, das jetzt flächendeckend zu machen, weil es dann auch wieder große Fragen aufwirft nach dem berühmten Grenzwert. Ab wann würde man sagen, sind noch Antikörper da und ab wann sind keine da? Wo es tatsächlich sinnvoll ist, das zu machen, wir haben zum Beispiel 400 Lungentransplantierte und 100 herztransplantierte Personen bei uns angeguckt nach der zweiten Impfung. Und da war es einfach so, dass bei 60% der Lungentransplantierten gar keine Antikörper nachweisbar waren. Das war ein ganz klares Ergebnis. Durch diese Medikamente, die verhindern, dass die Lunge abgestoßen wird, gibt es keine Antikörperantwort. Das gilt für andere Transplantierte auch. Und bei dieser älteren Gruppe, da kann es im Einzelfall, wenn je nachdem, ob das jemand ist, der zum Beispiel auch eine andere Grunderkrankung hat, wie Autoimmunerkrankungen oder auch eine Krebserkrankung schon mal hatte, kann es durchaus sinnvoll sein, einmal zu verstehen, ob überhaupt diese Grundimmunisierung mit den ersten dreien geklappt hat, ob man überhaupt wirklich Antikörper sind leichter nachzuweisen als T-Zellen. Das hat Herr Norman Hefelin ja auch sehr schön gesagt. Das ist echt ein bisschen tricky, die nachzuweisen. Bei Antikörpern geht das sehr gut, auch semi-quantitativ. Also die Menge lässt sich gut bestimmen. Da kann es sinnvoll sein, das zu machen, damit man einfach sieht, hat man den Grundimmunisierungsstatus schon mal erreicht, um sich dann zu überlegen, ob man da noch eine vierte Impfung gibt. Generell ist es aber so, bei diesen hohen Infektionszahlen, die wir haben, die ja quasi ein Stresstest sind auf das, was wir vom Impfstoff fordern, nämlich die Verhinderung von schweren Verläufen, und so sieht es ja auch aus, da ist es so, dass man sagen würde, dass es nicht zwingend notwendig ist, dass jetzt alle Menschen ihren Impfstatus sozusagen nochmal oder Antikörperstatus bestimmen lassen. Und bei der Gruppe über 70 würde ich es auch eher so sehen, dass es dann abhängig ist in Rücksprache mit Ärzten zum Beispiel, wann es wirklich sinnvoll ist. Machen kann man das natürlich. Man muss da ein bisschen aufpassen, dass man in der Diskussion, wo die Grenzwerte liegen, dann eine vernünftige Einschätzung abgeben kann, ob die Immunisierung erfolgreich war und ob das, was nachweisbar ist, das ist, was sozusagen auf das Normalniveau wieder runtergefahren wird, und ob man da noch was draufsetzen möchte, hat auch ein bisschen was mit dem Risiko zu tun, sich anzustecken. Deswegen ist es eine sehr komplexe Fragestellung, die man vielleicht nicht so generell für eine Altersgruppe so en passant beantworten kann. Vielleicht noch ein Satz zur Dauerhaftigkeit von diesen Antikörpern, zumindest erstmal. Ich würde das auch auf die T-Zellen gerne ausdehnen, aber da überlasse ich das lieber Herrn Neumann-Häfelin. Aber für die Antikörper hat man nachgeschaut, tatsächlich, wie viele Zellen, die diese Antikörper machen, gibt es eigentlich dann im Knochenmark von Leuten, die genesen sind und von Leuten, die geimpft wurden. Und die Zahl ist ungefähr im gleichen Bereich wie die Zahl der Zellen, die Antikörper gegen Tetanus, Diphtherie oder Masern machen. Das heißt, man kann davon ausgehen, dass man auch ungefähr so langfristigen Schutz haben wird, wie zum Beispiel bei Tetanus, über 10, 15 Jahre her, und ungefähr in der gleichen Größenordnung sozusagen. Also die Impfung ist schon extrem effizient. Man hat sozusagen in der gleichen Größenordnung wie bei anderen Infektionskrankheiten oder Impfungen einen Schutz, der voraussichtlich auch über Jahrzehnte anhalten wird. Was man noch weiß, ist, dass SARS-CoV-1, das Ursprungsvirus, das uns 2003 und 2004 heimgesucht hat, da hat man 2020 nochmal infizierte Zellen, Leute untersucht, und die hatten genauso viel Antikörper wie Leute, die direkt nach der Infektion untersucht worden waren. Also über 17 Jahre war dieser Schutz. Das ist, glaube ich, eine sehr gute und auch wichtige Nachricht. Das nimmt ab im ersten halben Jahr, aber man darf sich nicht durch sein Bauchgefühl täuschen lassen. Was dann übrig bleibt, das ist genauso gut wie das, was uns vor Masern und Tetanus schützt. Und es wird auch genauso lange uns schützen.
Okay, vielen Dank. Herr Neumann-Hilfele, wir hatten jetzt schon ein, zwei Fragen zum Impfabstand nochmal bekommen, die Sie in Teilen noch eigentlich eben schon beantwortet haben, aber vielleicht noch einmal konkret. Die Frage war nochmal, es kommt für die optimale Boosterimpfung auf den Abstand an, haben Sie eben gesagt, zur vorherigen Immunisierung. Und da ist nochmal die konkrete Frage, wann ist nach derzeitigem Kenntnisstand der optimale Abstand? Vielleicht können Sie das noch einmal kurz präzisieren. Also ich glaube, einen optimalen Abstand kann man noch nicht sagen. Man kann so ein Stück weit einen vielleicht optimalen Mindestabstand empfehlen. Und das ist für alle Menschen, bei denen man mit dem ordentlichen Impfansprechen rechnet, würde ich da bei den 6 Monaten, so wie empfohlen, bleiben. Ein Mindestabstand von 6 Monaten. Wahrscheinlich ist es so, dass der Impfschutz deutlich länger anhält und deshalb so eine häufige Boosterung in Zukunft nicht notwendig ist. Nur für Patienten, bei denen eben mit keinem guten Ansprechen zu rechnen ist, also Patienten mit Immunschwäche, Patienten mit einer immunsuppressiven Therapie, sehr alte Patienten in Pflegeeinrichtungen zum Beispiel, bei diesen Patienten sollte eben die 4. Dosis wie empfohlen schon früher erfolgen, das heißt ab 3 Monate nach der 3. Dosis. Okay. Und vielleicht nochmal ergänzend dazu, wie sinnvoll finden Sie die 2. Boosterimpfung für medizinisches Personal auch vor der Frist von einem halben Jahr, die ja jetzt auch in der Diskussion wieder ist? Also da ist natürlich noch eine andere Frage entscheidend, die wir bisher gar nicht oder nur gering angeschnitten haben. Das ist sozusagen, wie ist auch der Fremdschutz sozusagen? Also kann ich mich durch das Boostern so sagen die Viruslast im Körper reduzieren und vor allem auch dann die Viruslast, die man sozusagen unter anderem beim Husten sozusagen verbreitet, dass dadurch das Infektionsrisiko auch für andere in der Umgebung abnimmt. Das ist, glaube ich, eine Frage, die nicht ganz endgültig geklärt ist. Sozusagen die Daten, die es aktuell gibt, die zeigen da sozusagen nach erneuter Boosterung einen kleinen Abfall. Die Frage ist nur, ob das sozusagen was ist, was man nachher, was einen relevanten Unterschied macht, also was sozusagen das Infektionsrisiko wirklich senkt. Und da habe ich gewisse Zweifel. Ich glaube, wir haben da eine Empfehlung, die glaube ich, ganz vernünftig ist. Die sagt ja für Personen im Gesundheitssystem auch nach 6 Monaten. Und ich glaube, das ist so schon sinnvoll gewählt. Und da vielleicht auch zu der Frage, sozusagen, waren immer alle Kommunikationen sinnvoll, die auch vom RKI, von der STIKO und so weiter rausgegeben wurden. Ich glaube, das ist im Nachhinein immer leichter zu kommentieren, als es davor ist. Ich glaube, die Empfehlungen, die ausgegeben wurden, waren mit dem jeweiligen Kenntnisstand schon relativ gut. Ich meine, wenn wir uns erinnern, noch im Dezember wussten wir alle gar nicht, was Omikron eigentlich bedeutet. Wir hatten alle die Vorstellung davon, es ist deutlich ansteckender. Wir hatten keine Ahnung, was es sozusagen für die Schwere des Krankheitsverlaufes tatsächlich bedeutet. Und ich glaube, sozusagen vor dem Hintergrund waren die gemachten Empfehlungen auch mit der 3., also der 1. Boosterimpfung sozusagen auch sozusagen vernünftig gewählt in dem Rahmen. Es gibt noch eine Nachfrage von aus der Journalistenseite dazu. Und zwar, Sie hat eben gesagt, wenn alte oder immungeschwächte Menschen besonders langsam auf die Impfung reagieren, brauchen sie dann nicht auch mehr Zeit für die Affinitätsreifung und ist dann eine frühe Viertimpfung vielleicht doch ungünstig? Also könnte natürlich von dem theoretischen Hintergrund was dabei sein. Allerdings zeigen da die Daten gerade jetzt bei den organtransplantierten Patienten schon sehr eindeutig, sozusagen, wenn man die direkt sozusagen vor der 3. und auch vor der 4. Impfung und sozusagen 2 Wochen danach untersucht, dass da tatsächlich ein deutlicher Sprung stattfindet. Also dass es nicht nur einfach heißt, man könnte auch einfach warten und es passiert von alleine, sondern diese Patienten profitieren schon eindeutig von der, auf jeden Fall von der 3. und auch von der 4. Dosis. Ja, klar. Vielleicht noch, ich denke, man muss auch damit leben, dass bestimmte Menschen überhaupt nicht auf diese Impfung reagieren können, ja, weil sie zum Beispiel eine permanente Immunsuppression brauchen, ja, die man nicht stoppen kann, auch nicht für kurze Zeit. Ja.
Krebspatienten zum Beispiel oder war eben auch vielleicht Transplantatempfänger gewisse. Wir haben zum Beispiel Nierentransplantierte angeguckt und da haben ein Drittel der Patienten überhaupt nicht reagiert, auch nicht auf 3 Impfungen. Ja? Und man sollte vielleicht sagen, dass die Pfeile im Köcher der Immunologie sind ja noch nicht alle verschossen. Da gibt es ja inzwischen sozusagen die ersten Impfungen in Deutschland durchgeführt werden. Der erste Nobelpreis für Medizin wurde für die passive Impfung vergeben gegen Tetanus und Diphtherie an Emil von Behring. Und sozusagen, wir haben inzwischen Präparate, die sozusagen die Personen passiv schützen, Antikörpercocktails, Antikörpermischungen, die man injizieren kann und die dann für mehrere Monate bis zum halben Jahr sozusagen sehr gut eigentlich schützen, über kritische Phasen oder Wellen hinweg. Das ist sozusagen, es muss die aktive Impfung, die im Augenblick ja hier Gegenstand der Diskussion ist, ist vielleicht eben für, es sind ja nicht so viele Leute, sehr wenige Patienten, aber immerhin für diese Personen, die besonders gefährdet sind, gibt es eben sozusagen die Alternative der passiven Impfung. Das ist das eine. Und das andere ist, ich möchte doch mal relativ klar zeigen, die Daten der israelischen Arbeitsgruppe, die sich mit 4-mal geimpften Patienten beschäftigt hat, BioNTech-Impfstoff 4-mal geimpft, dass der Fremdschutz, der Schutz davor, infiziert zu werden, beziehungsweise dann eben auch infiziert zu werden und dann, wenn man infiziert ist, auch genauso viel Virus weiter zu verbreiten wie andere Menschen. Der Schutz ist extrem gering nach der 4. Dosis gewesen in Israel. Und zwar für Patienten, die mit Moderna geimpft wurden, waren es 10%. Und für welche, die mit dem BioNTech-Impfstoff geimpft wurden, waren es 30% Schutz. Und das ist sozusagen mickrig, verglichen mit dem, was man mit der zweiten und dritten Impfung erreicht hat. Und die Vorhersage, zumindest aus meiner Sicht, wäre, dass wenn man ein 5. Mal oder ein 6. Mal impft, das noch weniger wird, dieser Schutz. Sozusagen. Wobei man da ganz kurz sagen muss, dass es sehr viel mit Omikron zu tun hat, weil Omikron einfach dieses bisschen veränderte Spike-Protein hat und unsere Impfung ja die Originalsequenz ist. Und wenn wir da Antikörper nochmal sozusagen wieder verstärken, dann ist es nicht immer gegeben, dass die auch Omikron erkennen. Sozusagen Omikron ist da wirklich einer der Problempunkte, die uns diesen Schutz vor Weitergabe und Infektion des Virus quasi ein bisschen unterlaufen, deshalb, weil Omikron trotzdem infizieren kann, obwohl Antikörper da sind, weil es eben diese Antikörper nicht unbedingt verhindern können, dass das Virus in die Zelle reinkommt, weil es genau an der Stelle ein bisschen verändert ist. Aber wir haben ganz viele Antikörper, die außenrum noch wirken und andere Immunfunktionen haben, wie Fresszellen aktivieren. Das heißt, wir haben ein ganzes Arsenal verschiedenster Antikörper gegen dieses Spike, aber nicht immer die Infektion verhindern. Und das schafft uns diese Probleme mit der Fragestellung, wie viel Infektion und Weitergabe des Virus können wir verhindern, weil das sozusagen viel mit Omikron zu tun hat. Herr Radbruch, eine Frage kam auch noch an Sie. Und zwar, Sie sprachen eben von einem guten langfristigen Schutz der Schleimhäute nach Infektion und Impfung. Und immer mehr Menschen haben trotz Impfung bereits mindestens eine Corona-Infektion hinter sich. Und gibt es unter denen auch Fälle, für die ein zweiter Booster sinnvoll wäre? Das mag so sein, das wissen wir nicht sozusagen, weil wir ja relativ etwas im Dunkeln tappen, wenn es darum geht, den Immunstatus tatsächlich festzustellen. Also wir können uns unter den Fachleuten hier jetzt diskutieren, was ist ein sogenanntes Schutzkorrelat? Ja? Ist es, dass wir viele T-Zellen haben oder wie die aussehen? Ja, dass wir viele Antikörper haben oder wie gut die sind und welche Klasse sie haben und so weiter. Und da finden da ist der Meinungsbildungsprozess nicht abgeschlossen. Man kann sehr einfach die Antikörper messen, ein bisschen komplizierter die T-Zellen zu messen, aber auch nicht unmöglich. Ja. Nur die Frage sozusagen, ob wenn man das macht und dann sagt, da gibt es irgendwie so einen Schwellenwert und wer da drunter liegt, der sollte sich dann nochmal boostern lassen und wer nicht, der kann sich das sparen. Ja. Soweit sind wir simpel und einfach noch nicht in der Immunologie. Da hat sich sozusagen die Wissenschaft noch nicht auf einen Konsens geeinigt. Es gibt einen großen, glaube ich, einen großen Druck oder große Lust unter uns, dass wir das jetzt mal machen. Aber noch ist es nicht so, dass wir sagen können, wenn ihr so und so Wert so und so hoch ist, ja, dann sollten Sie sich besser nochmal impfen lassen. Okay, vielen Dank dafür. Wir sind zwar schon auf 15 Uhr, aber ich habe trotzdem gerne noch ein, zwei Fragen, die ich noch nachschieben würde.
und zwar auch an Herrn Radbruch, weil die Frage eben auch noch kam, wo liegt mit Blick auf die Antigen-Erbsünde der entscheidende Unterschied zwischen SARS-CoV-2 bzw. Coronaviren insgesamt und dem Influenza-Virus? Denn dort wird ja der Impfstoff jährlich angepasst. Also könnten Sie das vielleicht noch ein bisschen ausdifferenzieren, wenn möglich. Ja, also eigentlich ist der Unterschied ist, dass SARS-CoV-2 eben es noch nicht geschafft hat, der existierenden Immunantwort, die man durch die gegenwärtigen Impfstoffe oder durch die Infektion mit Alpha bis Delta erreicht hat, komplett zu entgehen. Die T-Zellen beeindruckt das gar nicht. Die antikörperbildenden Zellen nur sehr wenig. Das Einzige, was man sieht, ist, dass die neutralisierenden Antikörper sehr scharf sein müssen, damit sie das auch noch abdecken. Und das sozusagen ist anders bei der Influenza, wo wir mit ganz unterschiedlichen, letzten Endes ganz unterschiedlichen Viren zu tun haben, die für das Immunsystem eben ganz andere Tierchen sind. Und da muss man dann sozusagen immer jeweils wieder das aus der Kiste holen, was jetzt gerade angesagt ist. Und da vielleicht aus immunologischer Sicht noch die gute Nachricht, dass wir durch die neuen Impfstoffe, die relativ schnell angepasst werden können an solche Sachen, in Zukunft wahrscheinlich sehr viel kürzere Vorlaufzeiten haben werden und sehr viel besser abschätzen können, welche Influenza-Stämme sozusagen jetzt gerade in diesem Jahr aktuell sind. Und ich jedenfalls hoffe sehr, dass das auch diese Art, die Influenza-Impfung, positiv beeinflusst, die neue Technologie. Okay, vielen Dank. Herr Neumann-Häfen, an Sie vielleicht nochmal auch kurz die Frage, auch Sie hatten das eben schon mal kurz thematisiert, ist im Herbst oder auch später eine neue Virusvariante denkbar, bei der langanhaltenden T-Zellschutz nicht mehr gegeben ist, sodass wir wirklich sagen müssen, wir müssen alle jetzt nochmal impfen? Naja, so denkbar ist es, dass es neue Varianten gibt, die auch die T-Zellantwort sozusagen umgehen. Ich glaube, die Wahrscheinlichkeit dafür ist nicht so besonders groß. Wir müssen natürlich für den Fall gewappnet sein. Allerdings bringt sozusagen jetzt eine aktuelle Impfung mit dem Impfstoff, der jetzt verfügbar ist, oder auch mit dem Omikron-spezifischen Impfstoff, der bald verfügbar ist, bringt natürlich nichts oder dann nicht, möglicherweise nicht viel gegen neue Virusvarianten. So dass wir da, glaube ich, wie Herr Radbruch gerade schon angedeutet hat, sozusagen froh sein können, dass wir diese mRNA-Technologie jetzt haben, mit der gegebenenfalls dann auch schnell auf wirklich komplett andere Virusvarianten reagiert werden kann. Ich glaube, die Verhandlungen sind nicht endgültig abgeschlossen, aber es gibt zumindest eine Presseerklärung ja von BioNTech, wo auch sozusagen für die Zukunft bis zu 80 Millionen mRNA-basierte Impfstoffe pro Jahr für Deutschland bereitgestellt werden sollen. Also ich glaube, das ist wirklich gut, dass wir diese Technologie jetzt haben und auch, dass wir wissen, dass sie sehr sicher ist. Frau Falk, wollten Sie noch was sagen, weil Sie sich gerade muted hatten? Aber ja, es ist einfach nochmal diese Frage, wenn man sich dieses große Spike-Protein anguckt, da gibt es einfach diesen unteren Bereich sozusagen, bei der 1 geht es los und bei 1273 hört es auf. Dieser untere Bereich, der ist sehr konstant. Das heißt, der hat sogar Anteile, die mit den ursprünglichen SARS-CoV-Viren noch fast Ähnlichkeit haben. Und dieser Teil ist jetzt immer noch zu großen Teilen identisch zu dem ganz originalen ersten Wuhan-Virus. Und deswegen ist es sehr unwahrscheinlich, dass sich dieses Virus so verändert, dass auch diese Bereiche sich so in ihrer Sequenz verändern, dass die T-Zellen die nicht mehr erkennen. Und da liegen ja gerade diese kleinen Schnipsel, die von den T-Zellen erkannt werden. Insofern müsste sich das Virus schon quasi grundlegend verändern, wenn jetzt auch noch die T-Zellantwort unterlaufen werden sollte. Und daher sind diese Bereiche macht es einfach Sinn, das ganze Spike-Protein zum Impfen zu nehmen, weil man eben auch diese Bereiche mit auf dem Radar hat. Die helfen zwar nicht im Schutz vor der Infektion, aber sie helfen als Schutz vor einem schweren Verlauf, weil da die T-Zellen sozusagen ihre Erkennungsmerkmale haben. Und solange die da sind, wird es dem Virus Gott sei Dank nicht so einfach sein, das zu unterlaufen. Deswegen würde ich das gerne noch ergänzen, was Herr Neumann-Häfelin gerade gesagt hat. Danke. Dann vielleicht nur an Sie drei als Abschlussfrage, also es ist mehr eigentlich so eine Feststellung, so als Resümee dieses Pressbriefing jetzt. Also Sie würden quasi alle, soweit ich das verstanden habe, unisono sagen, dass, vielleicht auch als provokant gefragt jetzt, aber dass wir mit Blick auf diese große Zahl der vollständig Geimpften und Genesenen und mit Blick auf die T-Zell-Antwort momentan eigentlich vergleichsweise gut dastehen und auch eigentlich vergleichsweise lang gerüstet sein müssten,
unabhängig davon, was natürlich jetzt im Herbst passiert, weiß man nicht genau. Aber der Blick scheint in eine gut gerüstete Zeit eigentlich zu gehen. Korrigieren Sie mich bitte, wenn es falsch war oder wenn Sie dazu noch gerne was ergänzend sagen wollen. Okay, Sie nicken. Das ist gut. Daumen hoch. Nein, es ist genau, es ist eigentlich ein Grund für Optimismus für die Zukunft. Ja, wir haben wunderbare neue Technologien und effiziente Reagenzien und es ist sozusagen, wir wissen, dass der Schutz langfristig ist. Das Virus kommt nicht raus aus der Umklammerung des Immunsystems, bisher jedenfalls nicht. Natürlich kann immer der Himmel morgen über uns zusammenstürzen, aber es kann eine ganz schlimme neue Variante geben, aber eher wäre das ein neues Virus. Ja, das kann natürlich auch passieren. Aber eigentlich hat diese Pandemie gezeigt, dass wir mit diesem Virus ganz gut fertig werden. Okay, super. Ja, dann vielen, vielen Dank an Sie drei und an alle Journalisten, die da draußen waren und auch eifrig Fragen gestellt haben. Große Entschuldigung, falls wir ein, zwei Fragen nicht untergebracht haben. Es kamen dann doch auch ein paar mehr natürlich. Aber und gerne bis zum nächsten Mal natürlich wieder. Und an Sie drei, danke, dass Sie dabei waren. Und auch natürlich gerne bis zum nächsten Mal. Okay, vielen Dank. Machen Sie es gut. Vielen Dank. Danke. Ciao. Tschüss.